Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Runde Jump League. Heute mit Weiß-Weiß. Hallo. Und zwar haben wir uns eine ganz, coole Challenge ausgedacht. Danke für den Kommentarschreiber. Und zwar müssen wir uns einigen, wer die Truhe öffnen darf. Also sprich, die erste Truhe darf entweder ich oder du öffnen. Was, wir einigen wir uns da? Das ist mir egal. Ich würde sagen, der ist erst an der Truhe. Ich bin jetzt an der Truhe. Also, ach, du keine bist Ahnung. An der Truhe. Okay, dann öffne du die. Dann öffne ich die. Gut, ich habe Schwerter. Also. Ich guck mal, was drin gewesen wäre. Auch ein Harnisch und ein Kopf. Ach, Manu. Okay. Natürlich. Dann öffne ich die zweite gleich. Dann machen wir immer abwechselnd. Genau, richtig. Oder so, ne? Gut. Genau, ich denke, das ist das. Ist natürlich wirklich schade, wenn man dann gute Truhen verpasst. Ja, die war gerade richtig geil eigentlich. Und sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du irgendwie. Oh, ich bin gefallen gerade. Ich bin bei der zweiten schon. Also, genau. Ich habe. Da hätte ich Essen drin gehabt, also recht schade. Ach scheiße, ich schaff diesen Nippelsprung dann nicht. Ja, ich bin da ja jetzt schon dran gescheitert. Ich bin da schon drüber gewesen, aber jetzt bin ich wieder da. Zack. Ja, zack. Eine Angel und ich. Ja, Angel und Schuhe. Es ist nicht so geil, weil Schuhe bringen ja eigentlich gar nichts. Aber ich komme jetzt gerade hier irgendwie nicht über diesen Nippel drüber. Ich hasse diesen. Ich hasse die auch, aber ich hab's jetzt sogar geschafft. Ich bin scheiße. Jetzt beim. Nein! Ich sage es und fall dann beim vorletzten Mal runter. Das oh nee. Oh, zack. Ansonsten, wenn ich wirklich failen sollte, dann nimmst du einfach ab jetzt alle Truhen oder so. Müssen wir mal gucken. Aber ich hasse diesen Nippelsprung hier. Den finde ich. Zuwerfen darf man sich ja nicht, oder? Weil der hier Teaming verbunden ist. Du darfst nicht teamen, aber es gibt diese neue Crate, diese neue Chest, die du am Ende bekommst, wenn du jemanden tötest, der danach rausfliegt quasi. Dann kommt eine Ender-Chest und dann. Zufällig Sachen reinlegen. Nee, das spawnen die Sachen von ihm dann quasi. Also sind die Sachen von ihm dann drin. Boah, ich fail die ganze Zeit. Ich bin jetzt gerade. Komm schon! Bei dem Glas bin ich runtergefallen. Oh. Alles klar. Ich war schon dreimal kurz vorm Nether und bin dreimal da runtergefallen. Das ist echt bitter. Zack, zack. Es wurden ja ein paar neue Passagen hinzugefügt, die sind echt schwer teilweise. Ja, die haben generell so ein bisschen angehoben, den ganzen. Ja, das oh nee, letzter Sprung. Zack, so, jetzt bin ich beim vorletzten. Und ich hab's geschafft. Okay, die nice. Die nächste darf auch ich ja nehmen. Die darfst du eher nehmen, dann passt es erstmal genau. So, den Nether finde ich immer recht einfach so. Und oh, ich ja, ich habe Harnisch drin. Ja gut, also das ist schon mal gut. So, also einen besseren. So, zack, zack. Ja, ich versag bei diesem Eis hier meistens. Jetzt kommt der letzte Sprung. Komm, jetzt schaue ich ihn aber. Ja. Oh ja, okay, ja. Okay, nice. Neta, okay. Neta finde ich irgendwie ungeil. Dieser Kesselsprung am Ende. Ist das mit dem Kesselsprung? Ja, das ist der. Aber oh, ich hab's nee. Schon geschafft, also ich bin jetzt bei diesem Hühnchen. Okay, in der Truhe wären Dingens dann gewesen. Okay, ich öffne die Truhe nicht. Schwert. Also, da wäre eine Angel und Essen und so gewesen. Okay. Ja, ich häng grad noch ein bisschen daher. Zack. Aber wir sind beide Platz, also wir sind, sind Platz 1 und Platz 2, das ist natürlich nice. Ja, das ist schon mal ein guter Vorsprung, aber ich. Wo muss ich denn? Ach, muss ich hier rüber? Ich bin jetzt. Nee, ganz ehrlich, gerade bin ich ein bisschen doof im Kopf. Ich weiß irgendwie gerade nicht, wo ich lang muss. Beim Hühnchen oder wo beim Nether? Nee, beim Nether noch. Also ich komme da schon rüber, die erste, aber dann bei der Truhe weiß ich nicht. Ich laufe halt hinten durch. Ach, da hinten, ja klar, ich habe das gar nicht gesehen irgendwie. Ja, manchmal ist man hier einfach blind irgendwie. Oh Mann, ja, aber ich fail gerade richtig. Ich glaube, ich rushe gerade richtig gut sogar. Schneller, dass du besser, dass du die ganzen Truhen nimmst, glaube ich. Ich habe jetzt also ich würde mal sagen, ich lasse jetzt nur eins bei Truhen aus. Ja, du musst mir halt sagen, welche, ne, damit ich das weiß. Also ich bin jetzt schon beim Stein, wo alles aus Stein ist. Ach, scheiße, okay. Die ist aber nicht gut, die Truhe, die nehme ich einfach nicht. Also ich bin jetzt beim Graslandschafter. Ich bin recht weit vorne. So. Ich kenne den Parcours eigentlich gut auswendig, aber irgendwie schaffe ich den gerade einfach nicht. Naja. So. Naja. Recht schwaches Equip, aber immer noch ja, Steiner. Ich bin auch nicht wirklich gut ausgerüstet gerade. Bei Gras, die lasse ich einfach auch weg. Also ich lasse dir, also du hast, wenn du weiter schaffst, recht viele Kisten, die dir gehören. Ich komm. Du. Hä? Oh Mann, wo? Ich komme hier gerade echt nicht klar. Am Ende ist ja dieser Zaunsprung. Da musst du auf diesen Blumentopf, dann auf den Zaun bei dem Neta und dann. Oder nicht? Beim Blumen. Nee, ich spring. Also. Ich kann es schlecht beschreiben. Also, das sind ja die kleineren Inseln und dann kannst du da. Ach, da, so schräg? Genau, so schräg nach hinten. Du springst nach hinten. Da hier war ich doch schon mal dann. Okay, aber dann. So, die Truhe nehme ich einfach auch schon mal mit. Oh, da ist noch gutes Stuff drin. Also, ich bin jetzt schon
beim, glaube ich, vorletzten Checkpoint. Ja, ich bin jetzt... Und ich fall da runter. Oh Gott, ich muss den ganzen Riss nochmal machen. Nein! Ich muss auch alles nochmal machen, weil... Ach, Soul Sand, ne? Ja, Soul Sand ist immer... Hm. Ja, ansonsten, wenn du halt wirklich... Dann warte am besten kurz vor dem Ziel. Dann müssen wir irgendwie noch ein bisschen Chance... Oh. Aber ich bin echt gerade... Es tut mir voll leid, Leute. Ich fail gerade richtig hart rum. Oh, das wird schwer. Also da werden wir es beide schwer haben. Ja. Dieser Toffel holt mich gerade ein, weil ich bei diesem Einsprung, wo immer Zaun drunter ist und dann so ein Stein drüber. Ja, es sind so Vierer-Jumps ganz viele. Die sind richtig ätzend. Okay, ja, ich komme halt nicht mal bis da. Ich fall einfach im Mittel die ganze Zeit runter. Ich gönn mir halt mal. Oh mein Gott. So. Hätte davor die Truhe sogar auch was mit. Also wie gesagt, du hast da. Ja, genau. Ja, ich schaff das, glaube ich, gar nicht dahin. Zack. Weil. Jetzt muss ich wieder diesen Sprung hier machen. So, jetzt kann ich ja hier rauf springen. Jetzt habe ich den letzten Sprung und da bin ich eben gefailed. Weil hier sind so überall, ist hier halt... Nee. Oh, ich habe es geschafft. Ach, ich. Komm schon! Ja, dann geh ins Ziel, komm. Ich will das nicht mehr hier. Nee, ich bin noch ein bisschen vom Ziel entfernt. Achso, ich hätte es jetzt... Nee, ich habe jetzt einen Checkpoint wieder geschafft, wo ich ewig dran saß. Dieser Toffel hinkt aber jetzt noch... Nee, der hat mich fast... Der hängt da fest, wo ich die ganze Zeit gegangen habe. Mal gucken, wie lange dafür braucht. Ja, aber ich blamier mich hier und fail hier gerade wirklich hammerhart rum. Das darfst du echt eigentlich niemand zeigen, was ich hier... Oh man, ich habe einen Dia sogar gerade, aber da, ich werde bestimmt kein Dia-Schwert machen. Ach so. Oh, ich bin in der nächsten Etage hier bei dem Huhn. Wow. Okay, ich bin jetzt vom Ziel. Ich lasse einfach so lange ja, Zeit, bis... Ich habe ein Steinschwert. Die hast du bekommen, die beim Dingens. Hast du genommen, beim Hühnchen? Nein. Ich hab dir alles da gelassen. Hühnchen ist meine. Okay. Ja, ist deins. Da ist die Truhe. Alter, dein Ernst? Warum? Das ist Fleisch und 6 Kekse. Und, so, ich und bin eine jetzt Angel, die ich aber schon hatte. Ein Jump vom Ziel entfernt. Der hat das Game geleftet. Gut, ich warte einfach bis zum Ende. Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Wo muss ich denn jetzt hier wieder runter? Ach, ich muss hier seitlich runter jumpen an der Leiter. Ich hab richtiges Wack-Equip. Ich habe einfach noch eine Eisen, goldene Chestplatte und eine Eisenhose und ein Steinschwert, aber kaum Essen. Wirklich. So, ich bin jetzt bei dem Sand hier. Da hast du die Truhe genommen wahrscheinlich, ne? Nee, ich habe die auch da gelassen. Okay. Ja, ich habe dir da alles gelassen. Dann hast du das war ja voll clever gedacht von dir. Ja, damit ich am Ende alles holen kann und du da. Also bis auch die Gras, auch noch die Grasinseln, die kannst du auch noch alle haben. Okay. Und danach nicht mehr, danach habe ich genommen. Noch, das sind dann 2-3 Truhen, die da noch kommen. Ich finde die Truhe aber hier nicht. Wo ist denn, ist die oben irgendwo? Die ist recht am Ende, glaube ich. Okay, ich habe sie jetzt nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade ernsthaft durch. Ach, da oben ist die Truhe. Ja, ich spring nochmal runter. Das ist mir jetzt lieber. Wenn da so Stein kommt, so Mossy Stone auch, wo Zaun drunter ist, da darfst du nichts mehr nehmen. Ja, nee, aber da ist auch nur auch wieder ein Keks drin. Ja, genau. Damit ich die Dia-Schuhe bekomme. Alter, da war wieder nur Crap drin, ne? Da war wieder nur ein Keks drin, aber okay. Okay, das wird jetzt mal... Ja, wir gehen uns auf jeden Fall aus dem Weg, wir müssen ja nicht Team direkt sein. Genau. So. Ich guck mal, wer der ist. Bist du das? Das unten bin ich schon mal. Mhm. Weil ich halt so Essensprobleme habe. Ich habe kaum was. Ja, ich habe auch nur 5 Kekse. Ich kämpfe jetzt mal gegen den ersten. Guck mal, wie es so... Okay, ich kann den schon eine Angelkombo geben, aber okay, das... Werde ich nie im Leben schaffen. Okay, ich spawn wieder genau vor dem. Ich laufe einfach erstmal. Hinter dir kommt noch so ein Avatar-Bibo, oder bist du das nicht? Nee, den töte ich jetzt, aber der hat nämlich nur ein Goldschwert. Ich laufe erstmal meine Runden. Ich hab ihn noch sogar. Oh ja. Gott, es spawnen 2 einfach direkt vor mir. Das ist schon mal ganz nice. Also das Problem ist halt, ich kann wenig ausrichten mit einer Holzaxt und Lederrüstung, ne? Also, das ist halt... Holzaxt nur? Oh, ja. Das ist natürlich... Ich hab und der verfolgt mich die ganze Zeit, der Typ. Aber ich laufe jetzt mal weg. Ich kann ja auch laufen. Ich kann nicht viel, aber laufen kann ich. So. So, ich hab schon. Oh. Okay, jetzt kämpfen sie alle gegeneinander. Ich hoffe ja mal, dass ich irgendjemanden töten kann. Der Avatar-Bibo hat nur noch ein Leben. Das heißt, wenn ich den töte. Der hat gute Sachen. Also, der hat gute Rüstung immerhin. Also, auch gut. Goldschwert. Also, wenn der stirbt, dann kann ich die Sachen vielleicht haben. Aber es verfolgen mich 3 Leute, verfolgen mich gerade. Hammer geil. Da ich Avatar-Bibo, den töte ich jetzt. Der ist im mittleren Raum, ganz in der Mitte bei einem der Eingänge. Ich verfolge gerade 3 Leute, also ich kann gerade irgendwie gar nichts machen. Bisschen Stuff habe ich mir selber genommen, aber nur eine Angel. Ja, noch. Ja. Du kannst aber nur 3 Sachen rausnehmen aus dem Ding. Echt? Oh fuck, ich bin down. Oder? Nein, noch nicht. Ich überlebe sogar.
Ja, ich mache einfach wirklich defensive Taktik. Honey Bro ist auch relativ down. Wenn ich den sehe, kann ich mit dem vielleicht snacken. Zumindest baue ich irgendjemanden. Okay, Honey Bro ist down. Scheiße. Okay, Streber Power. Der ist auch nur ein Leben. Ich kann nicht mehr sprinten gleich. GG. Da ist so, der Friedrich-Typ. Oh lol, die Truhe ist einfach weg. Die war da nur 5 Sekunden ja, da. Ja, die sind ganz, ganz schnell wieder weg. Das ist natürlich schade. Ich habe sogar noch 3 Herzen. Es sieht aber gut aus, dass wir das hier rocken. Ja, der Frederik verfolgt mich gerade. Aber equipmäßig kann ich es halt... Warte mal, ich versuche ihn wegzusnacken. Also ich darf ja auf ihn drauf gehen. Ich versuche auch mal ein bisschen was zu geben, aber okay. Er ist angehittet. Oh aber Gott, nicht jetzt schlagen, bitte. Wollte ich gerade sagen, ich wollte ihn fast geboostet. Ich habe kein Essen. Oh nein, ich kann nicht mehr sprinten. Aua. Also ich okay, du siehst mich nicht, ne? Ich hab... Hä, wo warst du denn? Oh Mann, ich kann nicht raggen mit 3 Herzen und... Ja, gut. Ich auch nicht, ich rag auch nicht, Alter. Da ist zufällig eine Truhe. Ah, oh, das ist aber cool. Die ist einfach so, liegt die hier. Ah, oh, cool. Da. Take 3. Ich kann... You cannot take any more items. Okay. Ja, ich auch nicht mehr anscheinend. Okay. Halt. Ich verfolge den letzten, aber ich kann bald nicht mehr sprinten sogar. Das ist echt bitter. Ja, ansonsten müssen wir uns halt noch jeder mal einmal töten und dann, keine Ahnung, dann haben wir volles Leben zumindest. Also nochmal, ich habe es auch schon in anderen Folgen angesprochen. Das ist ja kein Team in dem Sinne. Wir wollen halt auch einfach nur gucken, dass wir halt eine schöne Aufnahme hinbekommen. Und ich denke mal auf diesem, also... Auf anderen Server das vielleicht, wenn man bei Gomme in No-Team-SG reingeht, dann ist klar, aber wir teamen hier ja nicht richtig, sondern wollen einfach nur einen schönen Kampf am Ende haben. Deswegen darf man uns das vielleicht ein bisschen nachsehen. Kann man es mal noch. Ich würde mich sehr freuen auch, wenn das Admin-Team das mitbekommen, wenn die mal Team-Server einführen würden. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Lieber also nicht Ray, der guckt immer meine Folgen, auf jeden Fall einer von denen. Ich habe jetzt sogar Essen, ich esse das einfach mal. Okay. Dann, also ein paar Team-Runden. Nee, ich höre auf das Essen. Dann machen wir es jetzt so, dann tötest du mich jetzt einfach mal. Also aber ich habe auch noch 2 Herzen. Also ich 2 Herzen kann ich mehr raggen und so. Meine ich ja, deswegen, du tötest mich jetzt, dann haben wir beide 2 Leben und genau. Du raggst deine Herzen. Okay, gut. Aber ich habe eine bessere Axt für dich, einfach mal, zack. Dankeschön. Dann kämpfe ich auch mit Steinaxt. Alter, wie lange das dauert mit einer Holzaxt. Alter, okay. Dann raggst du dich erstmal dann. Ich habe jetzt auch eine Steinaxt mir genommen, dann würde ich sagen. Okay. Warte mal, wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? Ich habe nur 3,5. Ist vielleicht so besser zu rechnen. So, jetzt habe ich auch 3,5. So. Okay, gut. Ja, ich kann aber nicht mehr sprinten. Warte mal. Okay, gut. Mehr habe ich nicht. Alles klar, das reicht erstmal. Okay, egal, ich kann ein Herz weniger, aber ist egal. Wir machen einfach los. Ready, go. Okay, go. Sups. Oh Gott, ujo, klar. Ein Herz danach. Wir haben übrigens auch eine Folge Survival Games. Die machen wir lieben Weiß. Ist ja nicht in der Videobeschreibung, nur für euch. Da gibt es auch ein spannendes Deathmatch. Fällt mir nämlich gerade so spontan alles zerstört. Ein. Okay, warte mal, sag, wenn du voll bist. Warte. 2 Herzen. 1,5. Und ja, ich gehe wieder nicht zu Ende Rang, egal. Mir fehlt wieder ein Herz, aber go. Okay, go. YOLO. Okay. Ah, du bist auch so ein Angelspieler, oder wie? Ist es. Oh, jetzt müsstest du mich haben nochmal. Oh, ich bin ich. Oh, halbes nice. Herz, Alter. Halbes Herz, Alter. Und dann sogar mit meinem Herz weniger hier, wrecked. Alter. GG aber. War Team richtig, verboten, war richtig nice. Es war ja kein Team und wir sind uns. Danach ist es ja in Ordnung. Danach ist es doch in Ordnung. Im also, wie Finale, gesagt, da könnt ihr auch mal beantragen. Es wäre super, wenn Playmine nicht der Team Jump League bringen würde. Das fände ich einfach mega cool. Ja, auf jeden Fall. Dann sieht man perfekt, sie teamen nicht, sie gehen sich auf das den ist, Weg. Das ist richtig, ja. So kann man es auch schön ausdrücken. Ganz ja, Streber-Power. Also ich denke mal, ihr werdet das verstehen, aber ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob das erlaubt ist oder ob YouTuber mit den besonderen Rechten das auch nicht dürften und so, weil normale Spieler würden ja auch wahrscheinlich gebannt werden, wenn die das machen würden, so wie wir, aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich super interessieren, aber ich denke mal, das kann man irgendwie vielleicht verschmerzen, verkraften. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Ja klar, gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jump ich wieder und ja, schaut beim lieben Weiß vorbei. Bis dann und tschüss.